In Nordkorea soll zwei amerikanischen Touristen der Prozess gemacht werden. Den beiden Männern wird vorgeworfen, die Gesetze des Landes gebrochen zu haben, auf welche Weise genau ist unklar. Einer von ihnen, Jeffrey Edward Fowle, soll eine Bibel in einer Schublade in seinem Hotel vergessen haben. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht in Nordkorea den Amerikaner südkoreanischer Herkunft Kenneth Bay zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Dem Reiseveranstalter und Missionar war ein Umsturzversuch vorgeworfen worden. Unter Missachtung von UN-Auflagen testet Nordkorea unterdessen erneut Raketen. Im Staatsfernsehen waren diese Bilder zu sehen, die den obersten Führer Kim Jong-un und wahrscheinlich zwei Kurzstreckenraketen zeigen.